Hallöchen, ihr lieben Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich heiße euch willkommen zu einem erneuten Kitting Up. Ja, ich weiß, wir hatten erst das Karat Art Bild im Butterfly Blue. Aber als Kitting Up, aber wie ihr wisst, heute ist der 31.01. Und morgen beginnt das Happy Animal Event von daneben Perla, von Perlas Diamond Painting auf Instagram. Ich hatte mich ja noch kurz entschlossen, doch mitzumachen. Na, so kurz nicht, aber ich habe lange hin und her überlegt. Aber ich dachte, ach, egal, ich mache mit. Und ja, so wie ich das mitbekommen habe, hat sie auch schon mehrere Events gemacht. Und eins davon ist jetzt eben das Happy Animal. Und ich finde das ganz lustig und ganz toll. Sie hat da kleine Tierchen geschickt, die man ja, wenn man Aufkleber hat zum Ausdrucken, dann kann man das auf Aufkleber auf Aufkleber ausdrucken. Und dann hat man das natürlich viel besser, wenn man das dann hier drauf klebt. Ich werde es einfach mit einem Klebestift drauf bapschen, weil ich gerade mein doppelseitiges Klebe, diese kleinen Vierecken, die man für die Fotos nimmt, nicht finde. Die hätte ich genommen eigentlich, aber egal. Dafür gibt es Klebestift, das hält genauso gut. Und mit euch klebe ich dann diese kleinen Tierchen noch drauf und kette die Steine ab. Was möchte ich noch sagen? Eigentlich nichts. Nö. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung den Instagram-Account von Perlas Diamond Painting. Wenn ihr mitmachen wollt auf Instagram, bitte immer den Hashtag Happy Animal verwenden. Ich schreibe euch das alles in die Videobeschreibung rein. Und sie hat auch bei Facebook eine Gruppe gegründet, in der ich jetzt schubdiwupp drin war. Da könnt ihr dann immer eure Bilder posten, eure Fortschritte posten. Wenn sie alle 2 Tage abends, glaube so gegen 19 Uhr, zieht sie dann immer ein Tierchen aus der Losbox. Das heißt, wenn sie jetzt, ihr habt jetzt überall hier eure Tierchen kleben, dann wuschelt die und wuschelt die und wuschelt die und zieht dann das Koala-Bärchen. So, und dann müsst ihr gucken dann, wo ist euer Koala-Bär? Und das Feld wird dann gepaintet. Viele von euch oder eigentlich alle, die ich bisher gesehen habe, haben mit Washi-Tape abgeklebt. Ist nisch. Ist nisch. Warum nicht, das kann ich euch nicht sagen. Ist wie es ist. Ich mache das nicht, weil ja, ich habe ganz viel Washi-Tape, aber irgendwie mache ich das nisch. Das Bild seht ihr, ne? Das ist ein Hochformatbild. Um euch das mal so rum noch zu zeigen. Da ist es. Das hat meine jüngere Tochter rausgesucht. Ich hatte das zur Auswahl. Und noch ein anderes von Action, weil das Bild ist von Action. Boah, ich habe es aber schon weggeräumt. So ein Mist. Ah ne, wartet. Doch, habt ihr geräumt. Wartet, ich kann es euch nochmal zeigen. Na. Das war das hier. Das war 30x40. Ich habe jetzt 1 oder 40x30. Ich habe jetzt 1,40x60. Ja, genau. Sie meinte, das ist freundlicher jetzt. Also machen wir das. Ich habe die Entscheidung überlassen und von daher habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das in Angriff. Ich habe meine Felder schon geschnitten. Wenn ihr seht, hier sind lauter solche kleinen schwarzen Strichen. Ich habe Felder gemacht. 10 mal 8. Na, da ist jetzt zum Beispiel das Feld hier, wartet mal, hier, so, ja, so ist das Feld. Das ist völlig in Ordnung. Ihr könnt eure Felder, also alle 2 Tage ein Feld gezogen, ein Tierchen gezogen, so dass ihr da ja nicht in Probleme kommt, wenn ihr noch größere Bilder als ich habt. Ich liebe das ja, ne? Also das macht mir ja Spaß, zu painten, das wisst ihr ja. Aber es macht mir keinen Spaß, eigentlich in Feldern zu painten. Und dann auch noch so durcheinander. Ich hatte das einmal gemacht mit meinem Weihnachtskalenderbild. Da dachte ich, Aber ich muss euch sagen, das Bild hat mir dann, ja, es war schön, aber die Farben waren halt, naja, es war nicht so. Mal sehen, wie es jetzt hier ist.
Na, wenn ich dann bloß so blau habe hier, aber ich habe nicht nur blau, hier ist auch noch ein bisschen rosa mit drin in dem Feld dann. Also so wirklich nur blau habe ich Gott sei Dank nicht. Hier habe ich dann mal nur fast so diese Farbe, so braun, grünbraun, so beige so, ne? Aber mal gucken. Wir werden sehen, ne? Es wird interessant. Also ich freue mich drauf, tolle Idee und ich freue mich auch, dass ich doch noch mitmache. Und ich muss euch sagen, in diesem Bild ist auch noch ein AB-Stein drin. Oder warte, was soll man hier stehen? Was steht denn hier drauf? Neon Rhinestones, also Neon ist das nicht. Bei Karatart wollte ich sagen, das ist ein Schmorn. Bei, sag schon. Bei Action sind die Neonsteine die AB-Steine. Wir haben hier einmal einen Orangeton. Ich habe hier noch einen pinken Ton. Das wird so. Und ich glaube, das waren zwei. Ja, das waren zwei. Ihr habt immer runde Acrylsteine und leider keine DMC-Nummern für alle, die das sortieren. Ihr wisst, ich habe mich jetzt entschieden, diese Steine nicht mehr wegzusortieren. Die gehen eh nicht wegzusortieren, weil die ja keine DMC-Nummer haben. Außer ihr setzt euch hin und guckt nach, was das für eine Farbe ist. Aber nein, das ist nicht so meins. So, passt auf. Ich hole nur noch meinen Klebestift, dann geht's los. Ich habe nämlich so einen coolen blauen hier. Der klebt blau. Früher hatten wir immer so als Kinder, hatte ich zum Beispiel so eine so eine Klebestifte, die haben bunt geklebt, aber die waren dann durchsichtig, als sie getrocknet waren. Ne? Aber der bleibt blau. So, ich lege das hier erstmal zur Seite. Das stört mich jetzt hier ein bisschen. Warte, es geht gleich los. Ein Schiffchen, ein Scherchen. So, ich gehe da ab in einen kleinen Koffer. Ich habe noch so einen 30er Koffer. Ich hatte doch mal so eine, naja, so eine Aktion gestartet und mir ein paar Köfferchen gekauft. Hier kitten wir das rein. Ich hole mir schon mal ein paar Fläschchen raus. Wir haben, glaube ich, 23 Farben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe 30 Dosen, also genügend Platz. Wenn eine Farbe zu viel ist, zum Beispiel hier das Rosa, ne? Das hat natürlich mehrere Tüten oder halt das, der Hintergrund. Der wird ebenfalls mehr Farben haben. So, die legen wir erstmal auch zur Seite, die süßen Teile. Ich schiebe euch jetzt mal ein Stück runter. Wartet. Und dann kippen wir erstmal ab. Ich fahre euch später wieder hoch. Dann kleben wir noch, würde ich sagen, zusammen. Die Tierchen drauf. So was Tolles habe ich noch nicht mitgemacht. Das finde ich total cool. Naja, ich bin ja eh noch nie, ich war ja eh nie so der Fan von. Ich muss jetzt aber erstmal gucken. Ich brauche jetzt doch den Zettel. Ich muss jetzt erstmal hier gucken, wo hier die 1 steht. Das ist V. Ach, hier. Wartet mal. 7. Ich mache jetzt erstmal bis zur 7. Ne, bis zur 8. Guck mal, da sind sogar 3. Da habe ich jetzt erstmal die Zahlen. So, die 1, die 2, also die Z, die 3, die 4. Oh, ich bin dämlich. Wisst ihr, was ich eigentlich machen kann? Naja, ich will das jetzt alles heraussuchen. Nee, guck mal hier. Die hatte ich mir doch bei Karatart abgeschnitten. Nutzen. Oh, gar nicht so schlecht, ne? Vielleicht kann ich die dann auch gleich drauf lassen erstmal. Weil wenn ich dann hier vielleicht noch mal ein Bild rein kitte, dann kann ich gleich das nehmen. Ich mal gucken, das ist die 9. Das habe ich jetzt die 4. Das habe ich hier. Ich habe hier schon zwei Bilder drauf. Ja, einmal den Sleepy Wunderfox und einmal. Ja, was habe ich jetzt? Den Butterfly Blue. So, 4, 5. Jetzt brauchen wir eine 6. Nee, das. Hier ist 6. Coole Idee. So, 7. Das ist die 8. Kann man auch schon nehmen. So, und jetzt haben wir noch die 7. Ja, wie gesagt, ne, ich hatte ja eigentlich bei Events nicht so wirklich teilgenommen. Das war nicht so meins immer. Anfangs, aber jetzt so manchmal, da macht schon Spaß, ne? Und vor allen Dingen macht es dann
wenn ich sagen kann, ich kann auch ein kleines Bild machen. Da habe ich für mich auch nicht den Druck. Oder wie hier, ne, dass man halt auf 2 Tage das machen kann. Finde ich total toll. Wenn man doch mal krank ist, weiß man noch nicht. Das geht ja über den ganzen Februar, vom 1. Februar bis zum 31. März. Das so richtig verstanden habe. 30 Tage auf jeden Fall. Wir haben ja 30 Felder, also 60 Tage. Nicht 30 Tage, 60 Tage. Und da weiß ich nur noch nicht, wie ich es mache, wenn ich in Urlaub fahre. Also da nehme ich das mit. Logisch. Aber inwieweit ich dann dort painte. Ich würde mal sagen, oh ja, geht mal alleine. Ich muss mal noch mein Feld painten. Das habe ich drauf, ja. Ja, wir wollen ja noch mal in den Harz fahren. Baby, wir kommen noch mal zu dir. Wir fahren in den Hasseröder Ferienpark. Total cool. Ich freue mich schon. Es war Kurzschlussreaktion. Aber das hier klebt hier fest. Oder? Nur noch ein bisschen. Mal gucken. Also das sind Acrylsteine und der Mythos, der mal umging, dass Acrylsteine nicht geladen sein können, das stimmt nicht. Das ist ein Mythos, das ist nicht wahr. Acrylsteine können genauso geladen sein wie die Harzsteine. Deswegen immer die Trocknertücher dabei haben. Also hier mache ich ja doch mal was rein. Na, meine Trocknertücher. Ich habe ja immer die feuchten. Ich kann natürlich auch die trockenen nehmen. So. Das machen viele andere. Ich nehme immer die hier. Finde ich total cool. So, jetzt schieben wir das noch. Da. Mache ich jetzt hier auch noch eins rein. Ja, nö. Ja, genau. Ja, genau. Sag ich dann immer, wenn ich gerade weiterreise. Ich weiß. Harz, genau. Wir waren im Urlaub stehen geblieben. Kurzschlussreaktion. Kurzschlussreaktion klingt doof, oder? Kurzschluss. Oh, die liegen jetzt gleich. Egal. Wir haben uns kurzerhand dazu entschlossen, in den Harz zu fahren. Oder überhaupt noch ein paar Tage wegzufahren. Dass es da Harz geworden ist, das, ja, also sagen wir mal so. Beim Mann kommt das gelegen, dass mir der Harz so gefällt. Ich habe zweimal die Nummer. Das ist die 9. Das ist auch die 9. Ich sehe die 6 nicht. Dann habe ich keine zweite 6. Das ist eine 9 und das ist eine 9. Hier ist nirgends noch eine 6. Es kann sein, dass die irgendwie mal abgefallen ist. Dann schreibt man es drauf. Weil mein Mann immer gerne mal Winterurlaub machen wollte. So, wie es jetzt hier aussieht bei uns. Es ist trüb, es ist regnerisch und recht mild. Und kein Schnee. So, also ist meine leise Hoffnung, dass es da genauso aussieht. Wie sieht es aus bei euch? Erzähle mal. Ich will mal wissen, weil ich habe keinen Bock auf Schnee. Ich will nicht Schnee. Aber dadurch, dass ich gerne in den Harz wieder wollte, weil mir das zum Mutter-Kind-Kurs so gut getan hat und ich auch gemerkt habe, dass es meinen Kindern von der Luft her super, super, super besser ging als hier. Also gerade meine jüngere Tochter, oh, frische Luft, Waldluft, toll. ja, verschlägt uns halt jetzt da wieder hin. Und als wir zur Kur waren, hatte mein Sohn, da hatten wir so ein Prospekt, was so für Sehenswürdigkeit, also was für Ausflugsziele, nicht, ja, Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele so sind, ne, im Harz. Und da hat er halt den Hasseröder Ferienpark gesehen mit seinem Schwimmbad und seinem Tobeland und, ja, und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja, als ich damals zur Kur gefahren bin, war ich ja noch so ein Schisser, was das Autofahren angeht. Extremer Schisser, ne? Ja. Aber, achso, ich habe vergessen. Hier habe ich noch eine 8. Aber jetzt
geht's ja. Also es wurde ja dann während der Kur schon besser. Also ich war jahrelang ganz großer Schiss. Ich meine, jetzt habe ich immer noch großen Respekt, in der Innenstadt zu fahren hier. Oh Gott, was ist denn das für eine Acht? Aber es wird echt besser und immer besser. Und ja, so spontan weit weg, ja, ist immer noch nicht so meins. Aber ja, so, wartet mal, ich fange mit A wieder. Ach ja, das habe ich aber schon, was sind da, 23 Farben. 26, ich habe nur noch 4, die ich extra machen kann. Das sollte funktionieren. Und ja, jedenfalls war das da so, dass ich gesagt habe, nein, wir fahren da nicht hin, das ist nicht so weit von der Kur aus. Das ist nicht so meins. Da waren wir dann, ich war aber trotzdem mit dem Baden im Bad Sachsa dann, in dem Bad dort. Das ist auch so ein Erlebnisbad, so mit Rutscher und so, ne? Und ja, aber ich habe immer diesen Haseröder Ferienpark noch in Hintergedanken gehabt. Und dann, also wir sind ja so, gleicher Punkt, ich liebe den Lidl, wie man auch immer das sagt. Ich gehe am liebsten einkaufen, was den Wocheneinkauf angeht. Und da gab es dort ein Prospekt, gibt es da immer Lidl-Reisen. Und ich hatte das, nehme das eigentlich relativ selten mit und hatte das aber mitgenommen, das eine Mal. Und da war Haseröder Ferienpark drin. Und das lag eine ganze Weile bei uns rum. Bestimmt so 4 Wochen. Boah, könnte schon 4 Wochen gewesen sein. Und irgendwann sagte mein Mann, was denn nur? Wollen wir nur oder wollen wir nicht? Oder was machen wir nur? Und da hat er angefragt, und der Zeitraum, den wir eigentlich fahren wollten, war ausgebucht, sollten uns einen anderen Zeitraum aussuchen. Und den haben wir auch gekriegt. Und da fahren wir jetzt dorthin. Und das allererste Mal ohne unsere Große. Die fährt vorher schon weg mit ihrem Freund zu seiner Familie. Also zu Onkel und Tante und so. Und ja, das wird schon irgendwie komisch werden. Und eigentlich bin ich ja so ein Verfechter von Nicht-Selbstverpflegung, ne, weil kochen müssen wir immer und uns ums Essen kümmern. Aber da ja das auch mal wieder für die Kinder sein soll und so, ne, hat man ja da Häuschen und man hat wenigstens Frühstück. So, und ja, sonst fahren wir ja immer mit Halbpension in die Aaron Hotel. Es wird, oh nö, jetzt passt das auch nicht hier rein. Naja, dann lasse ich das mal noch hier stehen. Ob ich dann vielleicht doch noch ein Fläschchen nehmen kann. Mal gucken. Jedenfalls haben wir ja gesagt, wir fahren jetzt dahin. Erst wollten wir wieder ins Aaron Hotel nach Frohnlage. Und dann, eigentlich fahren wir Februar nicht in Urlaub. Also das ist das allererste Mal, weil ich ja, wie gesagt, Winterurlaub hasse. Naja, und ja, fahren wir dann doch. Mal schauen. Jetzt aus auf meinem Tisch. Und dann werden wir erstmal sehen, wie es so ist und wie wir es mit dem Essen machen. Ja, mal gucken. Wir haben ja eine Küche. Das sind ja kleine Häuschen. Haben ja da eine Küche, also man kann da kochen. Ihr merkt schon, das passt mir eigentlich nicht so. Aber ja, wir haben noch vom Niveau. Soll froh sein, dass wir wegfahren können. Bin ich auch. Ich glaube, das brauche ich jetzt auch mal wieder. Ich merke das schon. Aber ich freue mich trotzdem. Auch wenn wir jetzt da ein oder andere mal kochen. Aber das ist im Endeffekt, ich bin ja eh nicht der Koch, aber ja, mal gucken, wie wir es machen. Wir haben ja, wenn wir in den Aaron Hotels sind, auch kein Mittagessen. Ne? Da haben wir zwar dann schönes Abendessen, ne? Buffet immer. Aber wir werden uns das schon schicki machen. Gibt es ja auch ein Restaurant, aber dann sage ich mir auch, nee, es will da auch nicht jedes Mal essen gehen. Geht dann auch wieder ins Geld, ne? Muss ja nicht sein. Dann hätten wir ja Clients auch in Hotel fahren können. Wenn wir
unbedingt da immer. Was habe ich das hier gar nicht drauf geschrieben? Gut essen wollten. Und dann hätten wir halt den Hasseröder Ferienpark zum Baden gefahren. Aber so finde ich das halt cool. Du kommst da hin und da können die wirklich, also ich hoffe, dass es dementsprechend so ist, dass die Kinder auch mal alleine gehen können. Und dann werden wir sehen. Ich freue mich drauf. Ich bin natürlich ein bisschen geknickt wegen meiner Großen. Aber ja, ja, sie ist halt 17. Ne? Ich weiß, sie ist gut aufgehoben, muss mir da keinen Kopf machen. Und ja, ist jetzt ganz alleine gefahren, werden schon mal wohin. Das glaube ich, das wäre nicht so meins. Da hätte ich schon ein bisschen Bammel. Jetzt gibt es erstmal. Wir haben noch eine Woche, also diese Woche noch und nächste Woche noch Schule. Die Große schreibt ab Montag Vorprüfungen. Ein armes Kind. Aber da mussten wir alle durch, ne? Sagt man so. Und das kriegt sie schon hin. Sie ärgert sich jetzt echt, also über Noten, wo ich mir sage, ey, vor deinem Krankenhausaufenthalt wäre man froh gewesen, wenn du solche Noten geschrieben hast. Jetzt ärgert sie sich über die Noten und ich mir denke, alles klar, alles Rotscher. Und manche, also kennt ihr das auch? Das ist immer so. Ja, man will da immer gar nicht so dran denken, dass das wirklich so kommen könnte, aber kennt ihr das? Vor allen Dingen die, die auch Kinder haben. Bleibt tatsächlich keins übrig hier für meine rosanen Steine. Das ärgert mich etwas, aber egal. Also kein Döschen. Wenn ihr... wie soll ich jetzt anfangen? Es geht um etwas. Ihr müsst euch entscheiden, was ihr tut. Wie damals, als das beste Beispiel ist, ich wollte immer, dass meine Tochter, meine Große, ein Schuljahr wiederholt. Also eigentlich war für mich geplant, sie macht den Hauptschulgang, um mir diesen Stress zu nehmen, den sie da hat. Ja. Und wenn das super klappt, geht sie in die Realschule weiter. So, da hat der Lehrer aber gesagt, nee, das machen wir nicht. Das ist nicht gut für sie. Da sind nur Jungs in der Klasse. Das wird nichts. So, weil das ja kleine Klassen sind, ne? Das ist ja auf einer Landesschule für Hörbeschädigte. Jedenfalls, okay, sind wir mitgegangen. Und ich habe aber gemerkt, dass der das eigentlich gar nicht so gut tut. Und habe immer gesagt, Mensch, wenn das so schwerfällt, dann lass uns doch ein Jahr wiederholen. Nein, ich will kein Jahr wiederholen, das will ich nicht, das muss ich nicht, ich krieg das hin. So. Als sie dann ins Krankenhaus, ich habe immer wieder gefragt, möchtest du es lieber, dann nimmst du dir ein bisschen den Stress raus und das ist doch nicht schlimm, ist wie es ist. Nein, will ich nicht. So. Okay, hingenommen. Ich war immer gefragt, ob wir das mal in dem Schuljahr machen wollen oder in dem anderen Schuljahr. Nee, will sie nicht. So, dann kam sie ja ins Krankenhaus. Und da hieß sie erst nicht so lange. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, willst du nicht vielleicht doch das Schuljahr wiederholen? Nein, ich gehe dann und dann raus aus dem Krankenhaus und schreibe, mache das Schuljahr zu Ende und schreibe meine Prüfung. Als sie dann 4 Wochen im Krankenhaus war und die Aussicht war, sehr besser, sie bleibt eine Weile, hat sie mir dann verkündet bei dem Gespräch, Mama, ich möchte hier bleiben im Krankenhaus und ich wiederhole Klasse 10. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie erleichtert ich war. Nicht, dass sie jetzt im Krankenhaus bleibt, weil das war traurig, aber war gut für sie. Und was soll ich jetzt noch sagen? Das war gut für sie. Und war gut, ja. Also wiederholt sie das Schuljahr. Und das hat sie jetzt auch so gemacht. Und die Noten sind wahnsinnig viel besser. Also im Gegensatz vorher. Ja, und dann ist immer dieser Moment, wo ich mir sage,
Man bibbert als Eltern. Man wünscht sich das so sehr, dass das Kind den Weg geht, den man eigentlich denkt, der ist gut für das Kind. Aber das Kind will das nicht. Es will partout den Weg nicht gehen, weil es denkt, dadurch ist es schlechter für das Kind, für sich selber, ne? Also für das Kind. Denkt, oh nee, ich würde wiederholen Schuljahr, das ist ja peinlich und das will ich alles nicht. Und wie sieht denn das aus? Und da bin ich ja dumm und was sollen die alle von mir denken? Das sind die Gedankengänge meiner Tochter gewesen. So, dann hat sie sich ja durchgerungen und es gemacht oder so beschlossen. Und dann war ich heilfroh. So, und so eine Situation haben wir jetzt wieder. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Wenn sie sich entschieden hat und wenn das raus ist und es steht fest, dann sage ich es euch. Aber kennt ihr solche Situationen, wo man immer redet und redet und redet und redet? Es muss nicht auch mit dem eigenen Kind sein, das kann auch mit dem Partner sein oder mit Freunden oder irgend. Man redet und redet und sagt, Mensch, so. Und das dauert und man ist schon richtig verzweifelt und am Ende denkt man, naja, gut, das kann man jetzt nicht ändern, sie haben so entschieden und dann ist das so. Und sobald ich an diesem Punkt bin, ändert sich das Blatt. Kennt ihr das? Ich finde das so krass. Ich finde das so toll, dass sich das dann alles noch so fügt. Und ich, ja, und ich merke jetzt, dass es meinem Kind ja gut tut und sie merkt es selber. Und ich glaube, das, was wir angefangen hatten, bevor, also wo die Bewerbungen losgingen, wir hatten uns ja vor dem Klinikum schon beworben, ne, weil es ja hieß 10. Klasse, jetzt haben wir uns ja wieder beworben. Und da hatte ich ja schon diesen Gedanken, das anders zu machen oder noch einen anderen Gedanken. Und dann hat sie total verworfen und gesagt, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht. Und jetzt hatte mein Mann ein Gespräch mit jemandem und die hat uns das ans Herz gelegt, vielleicht das doch anders zu machen, so wie wir das ja gerne wollten. Das habe ich ihr auch nochmal gesagt. Und jetzt waren wir bei einigen Vorstellungsgesprächen und jetzt dämmert es ein bisschen bei ihr. Sie überlegt sie. Und das finde ich toll. Ich finde das toll, dass meine Tochter sich das dann doch noch annimmt und überlegt und nicht stur auf ihrem Weg bleibt, den sie einschlagen möchte. Und das Tolle ist, ich habe dann manchmal so Gedankengänge, die ich ja aber nicht sage. Und genau diesen Gedankengang, den ich hatte, den hat sie mir gestern gesagt. Und ich bin so stolz auf mein Kind. Ich bin so stolz auf meine Große, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn sie jetzt den Weg geht, so wie ich mir das in meinem Kopf denke, dass er gut für sie ist, dann denke ich, dann ist es gut für sie. Nein, dann hat sie das selber entschieden, ohne dass ich gesagt habe, mach das so und so und so, weil sie hat das jetzt selber entschieden. Und ich glaube, tatsächlich wird sie meinen Gedankengang, den sie nicht kennt, so machen. Telepathie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin, zumal das echt vor 3 Monaten, 2 Monaten noch völlig anders aussah und jetzt auf einmal sich das ganze Blatt gewendet hat, wo ich mir dann sage, oh, dann hätte, wenn sie jetzt wirklich den anderen Weg geht, denke ich mir, warum haben wir uns jetzt hingesetzt und haben so viele Bewerbungen geschrieben, so viele Diskussionen geführt, dass das mal abgeschickt wird. Aber das muss es haben, damit sie weiß, wie es geht. Das ist der Punkt. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch vollgetüffelt mit irgendwelchen Themen, die überhaupt nicht dazu passen. Also ich möchte euch nochmal sagen, ich habe jetzt mein Bild abgekittet. Ich schiebe euch jetzt hoch. Und jetzt haben wir das Bild komplett eigentlich auf der Kamera, würde ich sagen, oder? Naja, so fast. Zumindest so, dass wir jetzt alle Felder sehen, die wir jetzt bekleben. Wir bekleben jetzt mit den süßen Tierchen. Die sind so, so süß, oder? Oh, die sind so putzig. ich klebe jetzt einfach mal drauf wild los. Wild drauf los. Mit meinem coolen Kleber. Nehmen wir mit das. Klebe mir das hier. Selbstverständlich kommt dann noch ein Foto. Ich muss mal gucken, dass wir das hier drauf kriegen. Ich habe die Bilder ganz normal auf Papier ausgedruckt und habe sie mir dann viereckig ausgeschnitten. Ich habe schon gesehen, die liebe Corinna, die hat das exakt ausgeschnitten. Also, echt.
Aber dafür hatte ich keine Lust. Was ich gemacht habe, ist, als wir zu meinen Eltern am Wochenende gefahren sind, weil meine Mama hatte ja Geburtstag am letzten Samstag. Also, die hatte nicht letzten Samstag Geburtstag, wir sind aber letzten Samstag hingefahren. Da habe ich die mitgenommen. Ach, jetzt wollte ich noch abschneiden. Hatte die zu Hause schnell ausgeschnitten. Nein! So ein Quatsch. Das arme Schaf. Ich bin jetzt auch böse hier. Ah ja, ich wasche die selber, die Wäsche. Hab die mitgenommen ins Auto und habe ich so ein cooles Teil. So ein cooles Teil. Da kann ich die Ecken rund machen. Und da habe ich dann im Auto gesessen und habe meine Ecken noch rund gemacht. So, warte mal. Echt mal, habe ich es voll rund gemacht. Das ist auch so ein zweideutiges Wort. Zweideutiger Spruch. Rund gemacht. Na, hier, meine Ecken schön. Finde ich toll. Ich liebe dieses Teil. Jetzt hat gerade irgendwas an meinem Stativ geknackt. Aber ihr seid noch da, oder? Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. So ein bisschen. Oh, die sind so schön. Also, wer mitmachen will, kann natürlich mitmachen. Und ja, zwischendurch einsteigen, ja, dann steigt. Ja, das sieht ja auch lustig aus. Das gefällt dir, Prina, wa? Ha, ein Einhorn. Ist aber nicht Einhornrosa, nur ein Einhorn. Ein Regenbogen-Einhorn. Ich werde dann bei Instagram. Warte mal, ich muss mal gucken, jetzt wo hier das Feld zu Ende ist. Ja. Auch immer meine Fortschritte posten. Natürlich. Ab und an. Das ist ab und an. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Werde ich auch mal ein Video dazu drehen. Bestimmt, denke ich mal. So. Wenn ihr Fragen habt zu dem Event, könnt ihr die natürlich mir stellen. Ich würde dann die Perla fragen. Aber ihr könnt natürlich auch gern bei Instagram oder bei Facebook in der Gruppe sie selber fragen. Könnt ihr euch gerne noch dazu gesellen. Warte mal, ich muss mal gucken hier. Das ist so klein, das sieht so klein aus, das Feld. Aber nee, das ist auch nicht kleiner. Hier unten, die sind kleiner. Na, die Actionbilder, die sind fast gleich, den 40x60 steht, sind die wirklich fast 40x60. Da fehlt nicht mal ein halber Zentimeter. Seht ihr alles da quere hier? Na, das ist doof. Okay. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches Tier hier mir am besten gefällt. Aber das ist, finde ich, eine so tolle Idee. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt können wir das hier so hochschieben. Da habt ihr die Tierchen jetzt gerade. Ich habe irgendwie mehr Tiere. Hä? Ist das nicht 30? 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich jetzt irgendein Tier doppelt? Bin ich denn total bescheuert? Sie ist 30. Ich habe mehr Tiere. Ach nee. Oh. Ey, das hakt jetzt aus hier. Ich kann nicht mehr zählen. Ich brauche eine Pause. Oh, das Höhen. Ja, also wie das ist, mit zwischendurch einsteigen, das kann ich euch gar nicht sagen. Müsst ihr dann einfach die Aufkleber weglassen, die dann schon gepaintet sind oder was? Ich weiß es auch nicht. Da fragt sie am besten nach selber.
Wie gesagt, ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Seid ihr noch ein Bild? Ah. Und da könnt ihr gerne nachgucken. Juhu, ich hab's geschafft. Alles schickimicki, alles toll, alles schön. Oh, das ist so toll. Ach, Perna, das ist richtig süß. Das ist so niedlich. Oh, ich hab die Bären nebeneinander gemacht. Ach, egal. Wir wissen ja sowieso nicht, welches Bild zuerst gepaintet wird. Also, welches Feld. Deswegen ist es egal, wie ich die gesteckt habe. Am liebsten wäre mir ja alles mit einmal. Oder nein, erst den Hintergrund, dann die Blumen, das Grün. Hier so alles so. Dann das Pink, dann das Orange und Gelb und dann den Piepmatz. Also so würde ich ja das Bild jetzt painten, na, aber ja, das ist jetzt nicht so. So, ich habe jetzt das Bild. Und weil das bei mir genauso wie bei der Brina. Brinas Welt, nicht vergessen, ne? Guckt da mal rein. Tolle Videos, die gute. Ja, wir painten gerne Bilder hintereinander. Ja, ich habe ja zwischendurch noch meinen Schmetterling von Karat.art. Da die 10% immer noch. Und heute, wartet, heute ist der 31. Heute Abend 19 Uhr zieht die Perla das erste Feld, das erste Tierchen, damit ihr gleich morgen früh oder am besten 0 Uhr 0 und eine Sekunde starten könnt. Mit Painten. Ich weiß ganz genau, dass es da welche gibt, die das machen werden. Und ja, genau. Und ich wollte aber eigentlich noch was anderes. Achso, ja, bei Karat.art, denkt dran. Nur noch heute, wirklich nur noch heute. 25, 35. Das ist 55% sogar. Sparen. Auf die Standardbilder, wenn ihr einkauft. Ja, ich hatte gestern noch bei Insta eine Story und bei YouTube eine Story gemacht mit den ganzen Prozenten. Die dürften nicht mehr online sein, nee. Aber schreibt mich gerne an, wenn ihr das wissen wollt oder guckt bei karat.art auf die Seite. Denkt dran, das ist wirklich nur noch heute bis 0 Uhr und dann ist das vorbei, leider, mit den Standardbildern. Guckt nochmal. Und es gibt auch noch Knallerboxen. Was sie jetzt auch haben, ist die Oster-Mystery-Box. Ich weiß gar nicht, ob es Oster-Mystery-Box heißt, aber eine und die könnt ihr vorbestellen. Schaut mal rein dort. Das ist wirklich auch nur noch heute. Ja? Das nicht vergessen. So. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ja, genau. So, dann habe ich mein Bild für Happy Animal fertig. Nee, habe ich nicht. Also ja, habe ich. Ich wollte euch dann noch zeigen, was ich benutze. Ich benutze den Wachs von der lieben Heidi Flowerbomb. Der war im Adventskalender von der lieben Heidi von Craft & Wedding und der riecht total blumig. Logisch, ist eine Blumenbombe. Und die Farbe ist genial. So, da habe ich mein Pink. Dann habe ich lange überlegt, ob ich meinen Rosenmakaron nehme. Oder den gelben. Aber ich bleibe bei rosa. Den finde ich total toll. Und ich werde mit einem hellblauen Stift painten. Die habe ich auch in meinem Shop. Genau. Den werde ich painten. Schiffchen habe ich jetzt lange hin und her überlegt. Das weiß ich noch nicht. Ich gucke mir erstmal an, inwieweit... wenn ich jetzt das erste Feld aufmache, inwieweit die Farben sind, ob ich dann ein Sechsfachschiffchen nehme oder ob ich Farbe für Farbe painte in dem Feld. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ich painte dann in dem Feld Farbe für Farbe. Und da reicht ein ganz normales kleines Schiffchen zu. Und da werde ich, habe es gerade weggeräumt, ein kleines Schiffchen nehmen. Oder ich nehme ein Doppelschiffchen. Da kann ich immer gleich zwei Farben mit einmal machen. Ich glaube, ich nehme ein Doppelschiffchen. Aber ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen. Ich paint auf jeden Fall mal mit euch zusammen. Dann mal so ein Feld. Doch, das machen wir. Oder fang an, so ein Feld zu painten. Oder mal so, ne? Genau. So, ihr Lieben, das war's.
Es war ja doch etwas länger, das Video. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es doch so lange braucht. Aber dem ist so. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und toll wäre es natürlich, ihr macht noch mit. Ihr könnt jede Größe der Bilder nehmen. Es müssen Tiere sein. Es muss kein lizenziertes Bild sein, aber es muss ein Bild sein. Mit Tieren drauf. Tududu. Genau. Und das ist meins. Ihr Lieben, passt auf euch auf, habt einen schönen Abend. Macht viel Spaß beim Painten, sei es beim Event Happy Animal oder bei allen anderen. Es läuft ja auch noch das Alice-Event von der lieben Heidi. Auch da ist echt toll zu sehen, wenn die Heidi immer ihre Videos hochlädt, wie die Bilder so wachsen. Ne? Wenn sie dann die Bilder noch einschiebt, das finde ich immer toll. Das gucke ich gerne. Das machst du prima, Heidi. Das gefällt mir echt gut. So, oder ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Events gerade gibt. Auf jeden Fall gibt es im März dann das ein Oster-Event. Sarah, Claudia und ich wieder mal. Wir, die die Frosty Trills gemacht haben, machen Easter Trills 2024. Gibt es auch schon eine Facebook-Gruppe. So, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Da würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal vorbeischaut, wenn es heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.